Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei The Binding of Isaac und wir gehen ins Spiel. Und ich würde sagen, wir spielen heute mit der Maggie vielleicht, mit dem Kane. Wir müssen mit allen Charakteren grundsätzlich nach Satan, wenn ich das so richtig sehe. Was ein bisschen nervig ist, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, warum überall das Negativ auf diesem Post jetzt fehlt, weil wir das natürlich schon mal gemacht haben. Dementsprechend würde ich sagen, spielen wir heute mal mit dem Blue Baby. Denn das Blue Baby ist der einzige, wo wir das negativ nicht mehr brauchen. Dementsprechend können wir gucken, dass wir vielleicht auf Angel Deals spielen und dann am Ende des Tages versuchen, Mega-Satan zu besiegen. Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und dann kacken wir einfach ein bisschen das, das Zimmer hier zu, ne? Einfach mal in die Ecke kacken. Gucken, ob wir ein bisschen Geld kriegen können. Das wäre auf jeden Fall alles von Vorteil für unsere taktische Herangehensweise hier an diesem Lauf. Und dann gucken wir einfach mal, wie es funktioniert. Yeah. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag bisher und ihr habt noch einen schönen Tag. Das ist immer ganz wichtig. Und dann weiß ich gar nicht. Wollen wir uns wahrscheinlich relativ krass auf das Spiel konzentrieren. Wow. Habt ihr gesehen, wie er zerplatzt ist, aber seine Fliegen gerettet hat durch diese Explosion? Das war heldenhaft, ja. Das fand ich groß. Das fand ich groß von dir, kleiner Beutel. Ja, du hast die Bombe mit deiner Explosion weggeschubst, damit deine Fliegen leben konnten. Aber auch die konnte ich leider nicht verschonen. Es tut mir leid. Oh, I Can See Forever ist natürlich mega nice. Weißes Herzchen ist auch mega nice, ist halt im Grunde ein blaues Herzchen, von daher bin ich damit sehr zufrieden. Und wir haben eine Bombe, ich glaube, wir sprengen den Kumpel einfach mal. Ja. Hätten wir hier den Head vom Keeper bekommen, dann wäre das natürlich mega gewesen, ja. Dann keine Ahnung, das wäre einfach, wäre einfach eine schöne Sache gewesen. Aber es ist okay. Die Bombe konnten wir schon da rausgeben. Ich denke, das war vollkommen in Ordnung. Wir hätten im besten Fall vielleicht ein bisschen Geld rausbekommen. Oder im allerbesten Fall natürlich hier den Head of the Keeper. Dementsprechend, ja. Ist nicht so geworden. Passt schon. Apropos Head of Keeper. Ne, mal kurz die Ohren zu halten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Dankeschön. Der Keeper ist ja der geheime Charakter, den es noch gibt. Den es ja zusätzlich gibt. Ja, Edmund Macmillan hat nie davon gesprochen, dass es noch einen Charakter geben wird. Dementsprechend ist es ja relativ... Ich glaube, ich gehe rein, ja. Oh, nice. Dementsprechend ist es natürlich relativ cool, dass er einfach nochmal einen versteckten Charakter quasi zusätzlich freigegeben hat. Und da kann man sich auf jeden Fall freuen drüber. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis wir den... Ja, Head of the Keeper freischalten können. Das ist so das einzige Ding, wo ich mich so ein bisschen drüber, ja, nicht ärgere, aber was mir so ein bisschen, wo ich mir so denke, Mano. Aber es ist okay. Wir müssen im Grunde nur in die Greed-Maschine 1000 Münzen einzahlen. Ich denke, ich werde das ein bisschen offscreen machen. Der Punkt ist der, es gibt durchaus Mittel und Wege, wie man das auch ohne zu cheaten relativ gut hinkriegt. Und relativ gut, Alter. Wir werden diesen Boss einfach niemals töten. Oh, Mann, das... Ja, hör doch mal auf. Oh, jetzt kriege ich so viel Damage hier. Ich könnte dir in den... Hör auf. Oh, mein Gott. Ja, ich glaube, es ist am besten, wenn man auf den Kopf schießt, weil man damit beiden damaget. Einmal der Spinne, die da rauskommt. Und einmal halt ihm selber. Oh, ich treffe ihn auch so schlecht. Der bewegt sich auch so ekelig, ey. Come on. Ich, mein Damage ist so... Ja, Mann, meine ganze gute Ausgangsposition, ne? Ja gut, wir wollen eh nicht auf Devil Deal spielen. Dementsprechend ist es im Grunde noch okay. Weil wir brauchen keine Deals, die wir machen wollen, ja? also deswegen brauchen wir nicht die Herzen für die Deals. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn wir gleich halt keine mehr als 3 blauen Herzen haben. Aber es ist trotzdem nervig, ja? Es war eine gute Ausgangssituation und... Boah, dieser Boss ist einfach am Anfang echt heavy, ja.
Wir haben leider keinen Schlüssel, dementsprechend gehen wir einfach weiter. Der Boss ist am Anfang echt sehr heavy. Das ist, wahrscheinlich muss ich da nicht so viel Damage nehmen. Wahrscheinlich ist es auch einfach ein bisschen schlecht gespielt von mir, aber ich glaube, man kann verstehen, warum man da so hin und wieder ein bisschen Probleme bekommt. Ja, ich denke, wenn wir einen Damage abfinden auf der ersten Ebene, dann ist er relativ einfach. Haben wir aber leider nicht. Dementsprechend. Gut, munter putzen, weitermachen. Können wir jetzt nicht lange drüber mausern, können wir uns nicht lange drüber aufregen. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Das akzeptieren wir und machen das Beste daraus. Beziehungsweise wir akzeptieren es und werden trotzdem einfach diesen Lauf rocken. Wir haben jetzt das Damage abbekommen durch den blauen Stein. Ja, das freut mich. Herzlich willkommen, Small Rock. Wie geht es dir, kleiner Stein? Wie geht es Ihnen? Ich hoffe doch sehr gut. So, wir haben... Ich weiß nicht genau, warum ich die Bohne mitgenommen habe. Das ist jetzt ein Spacebar-Item, was mir nichts bringt. Ich werde es nicht benutzen. Ich werde es vor allen Dingen nicht effektiv nutzen irgendwie und daraus versuchen, mir irgendeinen Wert zu erspielen. Ja, vielleicht kann ich irgendwann mal jemanden wegfurzen, aber ich glaube nicht, dass das passiert, dass es mir halt, wie gesagt, in irgendeiner Form Nutzen bringt, aber... Naja, gut, wie dem auch sei, ich habe es einfach mal mitgenommen und wenn wir ein anderes Spacebar-Item finden, dann werden wir das andere Spacebar-Item mitnehmen. Ich denke, das ist eine relativ sichere Sache. So, komm her, kleiner Mann. Dankeschön. Ey, komm da raus. Ich kann dich da drinnen nicht treffen. Dankeschön. Ein Schlüssel gegen eine Bombe. Nein! Da ist eine Flamme gewesen. Ich hab... Ja. Das sind so die Momente, weißt du? Oh mein Gott. Und dann laufe ich in die Flamme. Das sind so die Momente, in denen du... Wenn du... Während du diesen Move machst... Wenn du während du den Move machst... Deinen Fehler bemerkst... Dann liegt es einfach nur daran, dass du unaufmerksam bist. Wisst ihr, man kann Fehler machen und sich dann am Ende ärgern, weil man sich so denkt, ja... Wow, das war richtig dumm von mir so. Also, ja, das ist nicht das, was ich ausdrücken will. Man kann Fehler machen und hinterher sich so denken, okay, ich war in der Situation echt schlecht. So, das ist eine Sache, die muss ich noch lernen oder da muss ich besser drauf achten. Aber der Punkt ist, in der Situation, ja, wenn du es merkst, in dem Moment, wo du die Bombe hinlegst, wenn du in der Situation merkst, nein, was mache ich da? Dann ist es halt einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler und das ist traurig. Das ist traurig. Wir haben Cancer bekommen. Das bedeutet, wir haben blaue Herzen bekommen, was mega gut ist. Und wir kriegen jetzt nicht mehr so viel Schaden, was halt auch mega gut ist. Und ich habe schon wieder keinen Schlüssel für den Job. Was jetzt nicht unbedingt mega gut ist, aber was ich akzeptiere. Ich akzeptiere und bin still. So, Mega-Monstro. Mega-Monstro. Ja, er ist groß, er ist dick, er kann nicht springen. Ich denke, der ist schon megamäßig. Also er kann nicht hochspringen. Springen kann er schon, aber bisher ist es eher so ein Hochspringer und nicht ein Stabhochspringer. Die anderen Monstros, wisst ihr, die können aus dem Stand über so einen Stabhochsprung Höhe springen. Das ist kein Problem für die. Aber der hier, er ist ein bisschen schwerfällig, der kleine, große Monstro. Komm her. Man soll meinen, der hat relativ viel Leben, aber es ging eigentlich, ne? Da fand ich den anderen Gegner gerade um einiges schlimmer. Ja. 9 Leben und ein Flug-Item. Und ein Guppy-Item. Nice. Das Guppy-Item dürfen wir mitnehmen. Wir hätten jetzt natürlich 2 Guppy-Items haben können. Haben wir jetzt aber nicht, weil ich auf Angel Deal spielen will. Ja, mit dem zweiten Guppy-Item ist die Tatsache... Boah, guckt euch mal an, wie viel heller es jetzt ist. Wirklich. Ein Curse of Darkness in dieser Burning Basement-Ebene ist einfach so schlimm. Es gibt wenig, was schlimmer ist. Es ist wirklich so. Unbelievable. Unbelievable. Komm, schieß. Komm. Okay, ich glaube, er hätte den Geheimraum aufgesprengt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, ich glaube schon. So. Was jetzt natürlich mega gut wäre, wäre sowas wie Goathead, weil die Engelstatue im Angel Deal, die respawnt. Das bedeutet... Wenn man nochmal in den Raum reinkommt, wie auch immer, wie zum Beispiel mit einem Goathead, dann hast du nicht mehr das Problem, ja, dass die mich getroffen hat. Wahnsinn. Wow. Wenn du irgendwie nochmal in den Raum reinkommst, ja, indem der vielleicht offen bleibt oder du einfach, du ein Goathead hast, etc. pp.,
dann kannst du einfach diesen Schlüssel, den du für Megasatan brauchst, auf einer Ebene farmen. Und das ist halt mega stark, ne? Dann hätten wir halt direkt ausgesorgt und müssten nicht hoffen, dass wir auf jeden Fall zweimal einen Angel-Deal kriegen. Was ja manchmal einfach nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, ich verstehe es nicht so richtig. Ich verstehe die Mechanik nicht immer komplett. Aber das muss ich auch nicht. Ich muss einfach nur spielen und gewinnen. Mehr verlangt man von mir nicht. Okay. Wow. Upsi. Mein Speed ist gut. Bin ich zufrieden mit. Kann man gut mit ausweichen. Ja. Auch wenn wir natürlich... Ja, ein bisschen mehr kann nie schaden. Ja. Ja, wobei doch. Ja, wobei. Ich weiß nicht, ob Speed eine... Kann zu viel Speed schaden? Ja, auf jeden Fall, wenn du richtig stark bist und Taurus hast. Wenn du dann richtig schnell bist und sofort den Taurus-Effekt kriegst, dann kann das schon sehr, sehr nerven. Wow, manchmal hasse ich Taurus. Ja. Deswegen sollte man sich echt überlegen, ob man das mitnimmt. Aber auf der anderen Seite ist es halt, wenn du relativ schwach bist, ist es halt relativ stark, ne? Ja. Ist schwierig zu judgen, was man da vielleicht präferieren sollte. Naja. Der D10, das ist, glaube ich, der Würfel, den wir mitnehmen wollen. Ich denke nicht. Samsons Locke nehme ich auch mit. Kann ja nicht schaden. Und... Ja. Das ist irgendwie der Lauf der schäbigen Spacebar-Items. Ich weiß auch nicht so genau. Ist irgendwie alles so ein bisschen suboptimal. Aber gut. Aber gut. Ich kann damit leben. Ja. Ich bin im Reinen mit mir und mit Isaac. Alles gut. Gucken Sie mich nicht so an. Ich hätte gerne einen Shop, wenn ich darum bitten darf. Und ich hätte gerne einen Shop, aus dem ich etwas kaufen darf. Ja, das ist mir wichtig. So, Dankeschön. Und sterben Sie einmal. Dankeschön. Ich habe eine Bombe, die benutzen wir direkt. Ja, ohne Umschweife. Wir können sie mal hier so hinlegen. Vielleicht kriegen wir da noch einen Geheimraum raus. Haben wir nicht. Jetzt habe ich nicht mehr den Schlüssel, um... Doch, habe ich. Ich war ja schon im Goldraum. Sehr gut. Also ich habe noch einen Schlüssel für den Job. Das ist sehr schön. Und dann soll das auch alles passen. Wuhu, entspannt euch mal, ne? Ihr kleinen Fledermäuse, entspannt euch mal. Das ist wirklich nicht so wichtig, dass ihr hier jetzt eine... Er hat mich echt getroffen. Wow. Das nehme ich als persönliche Niederlage. Oh. Oh. Der Steam Sale. Oh. Wir nehmen vorsichtshalber mal eine Münze, einen Schlüssel mit. Ich meine, für 3 Münzen ist schon okay. Einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass wir auf der nächsten Ebene auf jeden Fall einen Schlüssel haben, ja. Ich denke, das ist die beste Entscheidung, die man da treffen kann. So, wir sind... Auf welcher Ebene sind wir? Wir sind Katakomben 1. Es ist wie immer so ein bisschen langsam. Ich weiß nicht genau, warum. Mein Speed ist einfach nicht richtig gut. Da bin ich unzufrieden mit. Aber wir müssen mal gucken, wie jetzt die nächste Ebene läuft. Auf der anderen Seite muss man aber auch, ehrlich gesagt sagen, dass es halt auch nicht gerade wahre Stärke ist, die wir ausstrahlen. Ja, wenn wir noch einen Damage-Up hätten zusätzlich, dann würde das wahrscheinlich schon mal ganz anders aussehen. Ja, Blattklatt ist okay. Wir haben jetzt keine Geheimräume gesucht. Wir haben die Sun-Karte, womit wir die Karte aufdecken können. Das ist natürlich mega nice und das werden wir uns wahrscheinlich auch zunutze machen. Ist jetzt die große Frage, den Boss Rush brauche ich so oder so nicht. Dementsprechend, ja, weiß ich auch nicht. Ein blaues Herzchen gegen einen Schlüssel getauscht. Ist im Grunde nur Ressourcen rumgeschiebe. Also, ja, es ist ja im Grunde genau gleich viel wert. Wenn wir jetzt einfach danach gehen, im Shop können wir beides für 5 Münzen kaufen. Dementsprechend ist, ne, theoretisch beides gleich viel wert. Aber die Ressource Leben ist dann vielleicht doch wichtiger wie der zweite Schlüssel auf der Ebene. Auf der anderen Seite können wir damit jetzt auf jeden Fall in den Shop rein. Dementsprechend ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht. Genau, vor allen Dingen, weil wir auch Steam Sale haben und wir haben 5 Münzen, wir finden bestimmt auch noch 1-2 Münzen und wir haben zusätzlich auch nochmal 2 Bomben für alle Fälle. Ja, schon okay. Wow, wie hast du mich getroffen, ey? Wie hast du mich getroffen, Lan? So, bam, bam, bam.
Nice. Ja, ich treffe nicht. Bam, bam, bam. Hörst du die Einschläge? Hörst du sie? Okay. Ja, den Schlüssel will ich jetzt erstmal nicht haben. Upsi. Schwupsi. Dupsi. Ja, ist ein anstrengender Lauf. Ja, es ist noch relativ zäh. Ja. Es geht schwierig vorwärts. Oh. Ja, kann... Oh. Pretty Fly ist gut. Power Pill, okay. Wow, wieso machst du so wenig Damage? Wow, und ich kriege auch noch... Oh mein Gott. Wow, die Power Pill ist echt nicht so stark, wie ich erhofft habe. Ja gut, Mega Fatty ist halt auch tanky, ne? Das ist natürlich auch mega nervig, dass wir jetzt Mega Fatty kriegen. Warum dich, Mega Fatty? Warum? Nein, nein, ich hatte gerade... Ich hatte die... Ja, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Och, komm schon. Ich bin... Oh, das ist... Das war... Oh. Wow. Das war ein Gegentreffer, wo man sich jetzt erstmal ein bisschen schütteln muss, ja? Erstmal den Schock abwimmeln und darauf klarkommen, dass man gerade so schlecht gespielt hat, wie man nur irgendwie spielen kann. Warum spawnst du so viele Hemden? Könntest du damit aufhören? Was ist denn mit dem? Hör doch mal auf, so viel zu spawnen. Richtig nerviger Junggeselle, ne? Also ich denke nicht, dass der eine Frau hat. Ein Schlüssel. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ja, wahrscheinlich nicht. So. Wunderbar. Ja, Boss Rush Mode wird auf jeden Fall keine Option, so wie es gerade aussieht. Er kann gar nicht. Wir sind jetzt... Wir müssten in anderthalb bis zwei Minuten müssten wir in der letzten Ebene sein. Das ist so nicht umsetzbar. Ich habe kurz überlegt, ob ich da auf dem Magic Mushroom in irgendeiner Form spielen will, aber auch da sind die Bomben dann wahrscheinlich zu wenig. Ach. Ja, schwierig. Kann man... Ich muss halt erstmal auf den Angel Deal gehen. Ich kann das jetzt nicht einsetzen und dann in den Errorraum kommen. Das ist halt relativ ärgerlich. Ah. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht doch lieber Gapisette mitnehmen möchte. So, wir haben 5 Münzen, aber genug Bomben. Ist es so, dass man... Dass die Chance auf den Angel Deal verringert wird, wenn ich den Battler in die Luft sprenge? Oder ist es nicht so? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich habe letztens gelesen, dass es sogar erhöht werden soll auf Reddit, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Oder vielleicht habe ich es auch irgendwo anders gelesen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da sowas gehört. Was mich auf jeden Fall sehr verwundert hat, sage ich mal. Weil ich nicht wüsste, warum das so sein sollte. Aber meine Güte, ich habe schon einiges mir nicht vorstellen können in Isaac. Und am Ende ist es doch so gekommen. Also, will ich da mal nicht zu früh judgen, ne? Wie die coolen Kinder von heute sagen würden. Judgen ist das neue Urteilen. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer sage. Naja, auf jeden Fall will ich nicht judgen, wisst ihr Bescheid, ne? So. Komm her, Larry. Ist ein bisschen grün angelaufen, geht's dir nicht gut? Ich glaube, der ist krank. Oh mein Gott. Hä? Habt ihr das gesehen? Der ist über... Der ist... Hä? Der konnte schweben. What the fuck hast du getan? Der ist einfach über das Loch drüber gelaufen. Bin ich blind? Nein. Ich treffe nicht. Wow. Ja. Oh mein Gott. Krampus, du blöder Blödian. Krampus, du kannst mich echt mal. Krampus, du gehst mir auf den Nerv. Du bist ein blöder Kerl. Krampus, du blöder Blödian. Krampus, du kannst mich mal. Ihr seid halt ein bisschen nervig mit den roten Flammen in den Ecken. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da hat mich gerade die Pretty Fly beschützt, aber... Ja. Kohle dürfen wir mitnehmen, weil es kein...
Weil es kein Deal ist in dem Sinne. Ja, und wir kommen tatsächlich in den Errorraum. Und wir kriegen tatsächlich keine Items im Errorraum. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte ruhig mal ein Polyphemus, ja, oder ein Proptosis da sein dürfen. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ne? Ich bin derjenige, der sich nicht beschwert. So, alles klar. Wir haben goldenen Schlüssel auf der Ebene. Das ist schon mal eine Sache, da kannst du zufrieden mit sein. Wir haben relativ viel Leben. Nicht relativ, wir haben sehr viel Leben. Das ist eine Sache, da kannst du auch sehr zufrieden mit sein. Was halt nicht so gut ist, ist unser Damage. Das merken wir auch ganz klar an der Zeit. Ja, ich würde natürlich auch liebend gerne Hasch besiegen. Das ist natürlich auch, ne, steht außer Debatte. Wenn ich die Chance bekomme, dann werde ich das tun. Aber, oder probieren, aber das Problem ist, wir müssen uns halt ein bisschen sputen. Ein bisschen sputen. 30, also Mams Herz in 30 Minuten töten, ist nicht die Herausforderung, die unmöglich ist, ja. Ist nicht die Herausforderung, die dich vor Aufgaben stellen sollte, die du irgendwie nicht bewältigen kannst. Aber, wenn wir halt, wir brauchen halt ein, zwei Tempomacher. Ja, und der Small Rock ist schon ein kleiner Tempomacher. Aber mit dem Blue Baby reicht das nicht. Ja, wir haben vier Striche Damage, immerhin. Das ist so. Ich habe doch einen goldenen Schlüssel. Ich bin so ein schlauer Mensch. Okay. Wow, oh mein Gott. Diese Gegentreffer waren wirklich relativ schlecht. Okay. Ja, oh mein Gott. Jeder Treffer, den ich gerade kriege, das sind einfach körperliche Schmerzen. Oh, muss ich machen, oder? Was macht das? Emergency Count. Macht das nicht. Das macht nichts. Das macht den Boss. Nein, das macht nicht den. Was macht das? Kriege ich da nicht irgendwie Hilfe von oben? Hä, war das nicht, dass da irgendwie. Oh. Ist das nicht das, dass da irgendwie so die Hände von Mama kommen und mir helfen? Und kamen die jetzt nicht, weil ich die Hände von Mama gerade bekämpft habe? Das ist jetzt nicht wirklich wahr gewesen, oder? Oh, da habe ich ein bisschen Glück tatsächlich. Was ich natürlich liebend gerne annehme. Warum hat er mich da getroffen? Weil er einfach zu nah an mir dran war. Naja, okay. Doppelte Bomben? Ja, wir haben ja Humbling Bundle. Dementsprechend droppt er alles doppelt. Ja, Logo. Boah, das ist ein nerviger Raum. Das ist ein richtig nerviger Raum. Hallo? Okay. Ich war voll konzentriert. Es ist so nervig, die immer anzulocken, hinter die zu gehen und dann, ich töte dich von hinten. Oh, Money. Always funny in a rich man's world. Auf welcher Ebene bin ich? Nekropolis 1. Was würde passieren, wenn ich jetzt in den Tour of Clubs? Was würde passieren, wenn ich jetzt in den Errorraum komme? Ah, werde ich nicht. Es kann nicht dein Ernst sein. Das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, dass ich wirklich zweimal hintereinander in den Errorraum komme. Damit hätte ich nie gerechnet. Nice! Ich war mir nicht sicher, ob diese Typen mir diesen Kopf geben können. Weil das sind ja im Grunde keine Keeper, sondern das sind ja diese Errorraum-Leute. Ja, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich die dadurch kriegen kann, aber. Ich dachte mir, ich glaube, die können auch so Items droppen, oder? Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das mit diesen Errorraum-Männern ist. Aber ich dachte mir halt, dass die auf jeden Fall, also wenn der Kopf eventuell, der Head of Keeper eventuell im Pool ist, das habe ich mir zum einen gedacht und zum anderen dachte ich mir, na, ich habe leider nichts mehr bekommen, dass es eventuell sein könnte, dass die halt so oder so ein Item droppen könnten. Na gut,
das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allen Dingen, ich brauche einen Angel Deal. Ja, das ist halt einfach fucking scheiße, um ehrlich zu sein. War ich im Goldraum? Bin ich im Goldraum gewesen? Ah, das ist Relic. Ne? Jetzt ist hier so die Sache, ich könnte hier würfeln. Ich würfel. Ja, der Punkt ist der. Das Relic wäre natürlich mega gut gewesen. Ja, mega gut, weil ich hätte blaue Herzen farmen können mit jenen alle paar Räume. Und ich hätte halt einfach ein bisschen mehr Überlebensmöglichkeiten gehabt. Aber mein Denken in dem Moment war einfach, es wäre schön, wenn ich vielleicht ja nicht nur die Ability kriege, also die Möglichkeit kriege zu überleben, sondern ich halt auch die Möglichkeit kriege, ja, selbst auch eine Gefahr zu sein. Weil ich weiß halt, dass ich auf kurz oder lang auch ein Stück weit, wie sagt man das, ungeduldig werde, ja, und Flüchtigkeitsfehler mache. Ich bin so ein Typ, ich bin sehr anfällig für Flüchtigkeitsfehler. Das ist eine Macke, die ich mir unfassbar abgewöhnen muss. Ich habe zum Beispiel heute Rocket League gespielt, privat einfach so ein bisschen, und ich habe 3 Spiele verloren. Und ohne Spaß, das hört sich jetzt natürlich relativ arrogant an, aber ich war in jedem, wirklich in jedem dieser 3 Spiele war ich viel besser. Und ich habe die nur verloren, weil ich jedes Mal einen großen Vorsprung hatte und mir dann dachte, okay, die sind so schlecht, die Gegner, jetzt kann ich mir auch mal eben Musik anmachen. Bei einem Spiel habe ich zum Beispiel noch einen Stream, glaube ich, angemacht und habe einfach das erste Tor weggeschenkt. Ich habe einfach nicht angefangen zu spielen. Ja, und der konnte einfach dann deswegen ein Tor machen, so. Richtig blöd, wo du dir halt denkst, Junge, was ist los mit dir? Ja, und ich bin einfach anfällig für solche dummen Fehler. Deswegen dachte ich mir, ja, das Relic wäre, wie gesagt, ein gutes Item gewesen, aber vielleicht kann ich ein bisschen mehr Offensivpower rausholen. Ja, so dass ich ein bisschen mehr agieren kann und nicht nur reagieren. Weil der niedrige Damage, den ich zumindest gerade noch hatte, war schon sehr nervig. Jetzt haben wir Yves Mascara, was nicht ganz so viel ändert, da das Ganze darauf hinausläuft, dass ich natürlich viel schlechtere Tiers habe, also langsamere Tiers, dafür halt mehr Damage mache. Das ist ja nur, unterm Strich wahrscheinlich vom DPS her relativ gleich. Dementsprechend, es ist natürlich nicht der ganz große Wurf, ja, der ganz große Tempowechsel, aber wenn ich jetzt Tiers abfinde, ist es halt nochmal viel stärker. Bedeutet, ich habe jetzt nicht nur Damage, was mich stärker macht, sondern auch Tiers ab, was mich halt wahrscheinlich stärker macht, wie es mich vorher hätte stärker gemacht. Ich glaube, das ist so, oder? Dass jetzt ein Tiers ab halt einfach viel mehr Wert besitzt als vorher. Und vorher wäre es auch schon sehr wertvoll gewesen. Das kommt halt dazu, ne? Ich war im Goldraum, wir sind bei 25 Minuten und dabei habe ich eine Ebene fast übersprungen. Das kannst du, aber ich muss in der Situation, Hasch ist durch, ja, wir können Hasch nicht mehr bekommen. Es ist alles durch im Grunde, ja, die Messe ist gelesen. Einziges Ziel, was wir jetzt noch haben, ist Mega-Satan und dementsprechend, ja, lass uns in den Shop gehen. Wir haben keine andere Möglichkeit, ja. Stellt euch mal vor, wir kriegen einen Shop, wo ich neu kaufen kann immer. Ja, mit Restore zum Beispiel. Also, wenn wir einen Shop kriegen, wo ich das Item kaufen kann. Ich habe Steam Sale und 50 Münzen. Das heißt, ich könnte 7 Items kaufen. Das ist schon stark. Das ist schon eine Möglichkeit, die ich gerne, ja, zumindest in Betracht ziehen wollen würde. Ob es dann am Ende aufgeht? Ja, you never know. You never know. Ja, komm. Jetzt gehen wir 3 Harten. Ja, da ist Cricket's Head. Das ist es. Das wollte ich doch sehen. Und jetzt bin ich so traurig, dass wir nicht Hasch erreichen. Ich meine, für Hasch ist es im Grunde ja egal, weil wir können uns raus teleportieren. Können wir eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir noch einmal in den Errorraum kommen. Ja. Entschuldigung. Könnten Sie eventuell... Entschuldigung? Dankeschön. Haben wir einen Würfel? Haben wir irgendwas zum Würfeln? Ja, vielleicht im Angel Deal. Oh, das wäre auf jeden Fall... Daggers Purity. Hagalas. Daggers. Daggers. Eva. Ah. Diggers.
Dagas gibt uns halt ein blaues Herz hin. Dementsprechend ist es schon relativ cool, dass wir das hier haben. Und Hagalas. Hm. Ja, eine Persro-Rune wäre natürlich mega stark gewesen. Eine Jera-Rune wäre auch ganz gut gewesen. Kumpel, könntest du vielleicht... Dankeschön. So. Dankeschön. 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 Da ist einer unsichtbar. Nein, er hat mich getroffen. Ich bin richtig dumm reingelaufen. Ich wollte gerade so sagen, ich habe dich gesehen. Und dann bin ich reingelaufen. Das war ärgerlich. Ah. You never know. Ooh, ooh, yeah. Die Spider-Mod. Die Spider-Mod nehmen wir, glaube ich, ohne Joker-Karte. Sehr nice. Und ein Schlüssel. Und wir gehen mal spenden. Ja, wir haben die Zeit. Wir haben nichts mehr, worauf wir uns beeilen müssen. Ach, Mann, ey. Wie oft schafft ihr es zu Hasch? Ja, bin ich einfach schlecht, dass ich jetzt wieder zu langsam bin? Ich glaube, der Lauf hat es einfach gefordert, dass es nicht funktioniert, oder? Ich weiß nicht, ob ich hier halt viel, viel schneller hätte sein können. Ist schwierig, vielleicht schon, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben halt echt spät die DPS bekommen. Und unsere DPS ist wahrscheinlich immer noch nicht so... Ja, ja. Ja, die Spinnen machen halt auch echt guten Damage, ne? Durch Eve's Mascara und den Fact, dass wir Quick Z gefunden haben, macht das Ganze natürlich die Spinnen sehr viel Damage. Weswegen wir am Anfang so einen kleinen Burst hatten. Aber... Oh, Mann, die Spider-Mod hat mich verwirrt. Ich hatte gerade Probleme, weil ich dachte, die Spider-Mod ist ein Gegner. Und dann, ja. Habe ich es nicht mehr hingekriegt, auszuweichen. Wir haben den Angel-Deal bekommen, den wir wollten. So. Dann gehen wir mal gucken. I Know All ist ein richtig cooles Item im Großen und Ganzen. Welches ich, ja, nehme ich logischerweise mit. Dann sprengen wir die Statue und töten sie. Und dann werden wir schauen, ob wir nochmal reinkommen dürfen. Wie gesagt, die Statue, die spawnt halt neu. Boah, wenn wir jetzt so ein, zwei Tiers-Up irgendwie kriegen könnten, ne? Dann wären wir echt gut im Geschäft. Dann wären wir echt stark unterwegs. So, Keypiece haben wir schon mal das erste. Ja, kann ich nicht einsammeln. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein Herzchen kriegen. Nein, leider nicht. Wir können wieder rein. Nice. Nice. Wenn wir jetzt einen Würfel hätten, mit Goathead, das stelle ich mir... Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch bedenke oder so, aber kann ich da nicht mit Goathead hier unendlich... Also, Moment, sagen wir, ich spiele Isaac, hab deswegen den Würfel und ich finde Goathead. Kann ich da nicht unendlich Angel Deal Items farmen? Das müsste doch gehen, oder? Ich meine, ich könnte jetzt wieder farmen hier. Blub. Und wir haben schon wieder einen Error. Eurem Error. Ja, wir können weiter. Ich glaube, wir kriegen hier nichts mehr von denen, wenn wir die töten. Wunderbar. Nochmal ein Errorraum. Dreimal Errorraum. What the fuck? Yeah. Und wir haben ein gutes Item bekommen. Ja. Mulligan finde ich durchaus ein sehr nettes Item. Vor allen Dingen die Fliegen, die dürften relativ viel Damage machen. Ich weiß nicht, warum wir keine Fliege spawnen. Hallo, wo sind meine Fliegen geblieben? Können Sie mir das vielleicht verraten? Hallo, Greed. Ich habe die richtigen Münzen. Bam. Wow. Warum ist da eine einzelne... Ach so, die einzelne Münze ist, glaube ich, mitgedroppt bei dem Nickel. Ich wollte gerade sagen, warum ist da eine einzelne Münze? Betrug! Ah, das ist ein Würfelraum. Ah, ich möchte nicht würfeln. Ah, ich weiß nicht genau. Eine 2 würfelt, glaube ich, alle Items in dem Raum. Ja, ich glaube, so war es.
Bombsaki, das war, ja, nicht die beste Entscheidung meines Lebens, aber es ist okay. Okay, der Curse of the... Curse of the Tower. Weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat, weil wir nicht so viele Herzen haben. Aber gut. Ich sollte auf jeden Fall darauf achten, ob ich blaue Steine sehe. Das Schöne ist, ich nehme jetzt in meinem Vollbildmodus auf, Leute. Das habe ich einfach geändert. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist schön an der ganzen Sache. Das bedeutet, ich sehe jetzt alles ein bisschen besser. Vorher habe ich ja immer... vorher habe ich in meinem Fenster aufgenommen. In einem relativ kleinen. 950 mal 550. So ungefähr. Das war nicht die komplett richtige Maße. 900. Ne, ich glaube 960 mal 551, oder? Kann das sein? Warum sind die so schnell groß geworden? Krass. Ja, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall. Okay. Da unten ist einer unsichtbar. Nice. Die Spider-Mod hatte ich, glaube ich, noch nie in so einem normalen Lauf. Ich glaube, die hatte ich immer nur in, im Greed-Mode. Und ich finde die mega cool. Ja, vielleicht hatte ich die schon mal in einem Part. Das könnte sein. Auf jeden Fall finde ich die mega cool. Ist einfach so, so chillig, wenn du das die ganze Zeit siehst. Wow, der Damage war unnötig. Der Damage, der war unnötig. Berkano Champion Chiepe. Jetzt die große Frage, ist hier irgendwo ein blauer Stein? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, aber ich sehe ihn nicht. Nee, nee, sieht nicht danach aus, als wäre hier ein blauer Stein. So. Oh, das muss knapp gewesen sein. Alter, das war richtig knapp. Hagalas Destruction. Daggers Purity, sehr nice. Anzos Vision. Alges. Resistance ist das, oder? Ja. Und Alges. Und die Power Pill. Und der Joker. Ich glaube, die Hagalas-Rune setze ich hier in dem Raum ein. Und ich glaube, die Alges-Rune nehme ich jetzt kurz mit zum Boss. Die Joker-Karte muss ich ja nicht mit in... Falls wir einen Engels-Deal kriegen, ja, einen Angel-Deal, muss ich ja nicht die Joker-Karte mitnehmen. Dementsprechend sollte das nicht das allergrößte Problem werden. Und das kann ich mir dann immer noch holen, ja. Kann ich mir alles noch holen. Das ist nicht das Problem. So, ist hier irgendwo ein blauer Stein. Ich muss auf jeden Fall blaue Steine finden. Das ist wichtig. Wow. Puh. So, komm mal da wieder, Loki. Da ist ein blauer Stein. Ich habe ihn gesehen. Nimm das, Loki. So, was hätte ich gerne? Ich glaube, ich hätte gerne Tornfoto. Das wäre, also, oder irgendein anderes Tiers-Up. Auf jeden Fall Tornfoto wäre mega nice. Würde ich tatsächlich persönlich feiern, sag ich mal, ne? Ein HP ab. Ja, das ist besser als nichts. Dementsprechend alles gut. Wir haben keinen Angel Deal bekommen. Ist jetzt die große Frage, wollen wir die Joker-Karte einsetzen? Ich glaube schon. Sollte hier ein Devil Deal auf der Ebene sein, wäre das auch relativ cool. Da war ein blauer Stein, echt? Ja, es war so ein Pickelstein, glaube ich, aus dem der kam, der das blaue Herzchen. Alges, Anzos und Alges. Anzos, Vision. Ja, ich glaube, ich würde gerne die Anzos-Rune auch mitnehmen. Dementsprechend setzen wir jetzt Joker ein, kommen hier raus, was okay ist. Wir haben den vollen Schlüssel, dementsprechend brauchen wir den Engel auch nicht mehr sprengen. Und dann nehmen wir die Anzos-Rune mit. Und dann setzen wir dich nochmal ein, kommen hier raus und dann können wir in die nächste Ebene gehen. Ja, ich glaube, wir haben alles so grundsätzlich getan, was wir tun wollten.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, Mega-Satan, du bist das nächste Ziel. Ja, ich hoffe, ich werde dich gut erreichen. Ich brauche die Ansus-Rune gar nicht, ich habe doch I know all. Das bemerke ich aber jetzt erst. Ja, Heidewitzka. Heidewitzka. Na, dann hätte ich vielleicht doch eher eine... Dann hätte ich... Habe ich beim Boss die Algis-Rune eingesetzt? Ich weiß nicht mehr. Ich bin verwirrt. Wie dem auch sei, dann... Ja, passt alles. Brauche ich die Vision-Rune gar nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Würde ich in den Boss-Challenge-Raum gucken? Ja, wir haben die Zeit, ne? Im Grunde haben wir die Zeit. Dementsprechend, warum sollten wir es nicht tun? Ist eigentlich Schwachsinn. Ich meine, da könnten Gabi-Teile drin sein. Und wir sind auch stark genug, um das relativ schnell abzufrühstücken. Dementsprechend, Heidewitzka, zeig mal her da. Oh, da war ein ganz kleiner Käfer. Der war richtig süß. Oh, once makes you small. Nice. Nice. Der war richtig süß. Der kleine Käfer. Ich hab 14 Bomben. Das ist sehr schön. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ich habe 14. Woo! Das war knapp, aber es hat geklappt. Nice. Forget me now. Nee. Grundsätzlich bin ich an dieser Pille nicht interessiert. Jetzt die große Frage. Was ist, wenn ich hier in den... was ist, wenn ich auf der Ebene hier in den... Ich möchte meinen Lauf wirklich nicht neu würfeln. Kann es irgendeine sinnvolle Zahl geben? Ja, eine 4. Eine 4 wäre eine... Eine 4 wäre eine grundsätzliche Zahl, die ich vielleicht gerne benutzen wollen würde, aber ja, auch die 4 würde nicht so viel bringen, dementsprechend. I don't know. Wow, warum hat die gebrannt? Habe ich Fire Mind oder so? Nee, habe ich doch nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, YOLO. Ist mir auch egal, YOLO. Was halt mega cool ist, man sieht jetzt auch an den Balken. Man sieht auch an den Balken, wenn die noch im Boden drin sind, ne? Das ist relativ lustig. Man kann die ja immer noch eine Zeit lang treffen, wenn die im Boden versteckt sind. Okay. Geheimraum. Was ist denn da drinne? Heidewitzka, Alpha und Pilz. So, dann schieben wir dich mal hier runter. Was kann da drin sein? Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir großartig gewünscht habe. Geh du mal da hoch. Ich weiß nicht, können wir da noch irgendwelche coolen Items rauskriegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ein bisschen Geld gegen Probleme. Man weiß ja nie, auf wen man trifft, ne? Okay, okay, ole, ole, ole. So, Mama, hallo, grüß dich. Ich finde es ein bisschen unverschämt, dass das Auge da noch lebt. Okay, never mind. Ich will ja gar nicht drüber nachdenken, warum dieses eine Auge jetzt einen Schuss überlebt hat und alle anderen nicht. Das war wohl einfach so ein Master-Auge. Keine Ahnung. Es war das Auge. Das eine. Das Auge aus der Legende. Man sagte, es wird ein Auge geben. Und das wird einen Münzenschuss überleben. Dieses Auge heißt Harry Potter. Kein Angel Deal? Bitte? Bitte, will? Ist okay. Wir gehen einfach weiter, 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 weiter. Mega Satan wartet nicht so lange auf uns. Hallo? Oh, schon interessant, oder? Ja.
Ja. Ja, 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 ja. Wie ist es mit euch, Leute? Habt ihr auch immer diese Hoffnung auf Guppy-Items in roten Kisten? Und wie geht ihr damit um, wenn das einfach nicht erfüllt wird, euer Traum? Ja, wenn euer Traum in Luft aufgelöst wird. Wie könnt ihr das verkraften, hä? Manches Male, da denke ich mir so, Manno, ich verlange doch nicht die Welt, oder? Hallo? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Du kommst mir so bekannt vor. Okay. Ja, neues Glück. Wieder zwei Kisten, aus denen wahrscheinlich nichts rauskommen wird, was ich haben möchte. Sehr schön. Das ist Bestätigung Nummer 1. Vielleicht, oh mein Gott, danke. Da kommt einfach mal ein blaues Herzchen aus der Flamme. What the fuckle-die-fuckle-die-fuck? Dankeschön. Ja. Und wir sind direkt beim Boss. Das ist doch auch was Schönes. Hast du auch was Wunderschönes. Oh, jetzt sind meine Münzen mal wieder golden. Ja, richtig schön golden und glänzend. Oh mein Gott. Ah, ja, es war knapp. Komm her. Komm her. Sterben Sie einfach jetzt. Genau, Dankeschön. Dankeschön. Das hat so große Freude gemacht. Danke, Freude gemacht. So, Isaac, ich bin da, wer noch? Ups, falsche Tür. Beziehungsweise, da war ja gar keine Tür. So, die Algesrune, ich glaube, die heben wir uns für Mega-Satan auf, oder? Ich denke schon. Oh, 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 komm, Bomben. Tötet Isaac. Nein! Okay, ich bin ein bisschen rausgekommen wegen dem... Oh mein Gott. Mann, zu viel Damage, wirklich. Einfach zu viel Damage. Hoffentlich kriegen wir nochmal 4 goldene Kisten mit super Items. Keine Ahnung, einfach... Es würde mir schon reichen, wenn ich vielleicht... Ich würde gerne ein HP abnehmen oder 2. Ja, was jetzt nicht die allerbesten Items sind, die man sich so wünschen kann. Deswegen, ey, gib sie mir einfach. Und ein Tiers ab. Und dann besiege ich Mega-Satan. Ja, da bin ich überzeugt von. Ich kann das, okay? Ihr müsst nur an mich glauben. Ah, diese Gegentreffer bei Isaac waren so unnötig, ey. So unnötig, wirklich. Blöder Isaac, du. Aber wir haben den Schlüssel und wir können zu Mega-Satan. Ole, ole, ole. So, geben Sie mir bitte gute Items. Ah, das sind immerhin 2 Herzen. Oh, ich hab... Im Grunde habe ich bekommen, was ich wollte. Ich wollte 2 HP-Ups und ein Tiers-Up. Und das habe ich bekommen. Krass. Mega-Satan, hallo, da bin ich. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen, ne? Du kleiner Schnuckel, die Putzel, die Puh. Hi, wie geht's dir? Ah, guck mal, sogar Mega-Satan hat eine HP-Leiste. Das ist ja richtig cool. Natürlich hat er eine HP-Leiste. Ich meine, was soll er sonst haben, ne? Wir haben die Spider-Mod. Niemand ist stärker als die Spider-Mod. Hast du einen Brimstone? Nein, du gehst. Okay. Ich kann nicht fliegen. Das ist so eine Sache, die vielleicht noch fehlt. Schade, dass wir da in der Richtung nichts gefunden haben. Aber gut. Jeder wie er mag, ne? Einfach nur solide nach Hause spielen hier. Einfach nur solide nach Hause spielen. So, erstmal auf ihn. Auf Mister. Hey, Mister, wichtig. Ich hab da was nicht richtig verstanden. Was ist jetzt mit deinen Sensen los? Wo kommen die Bomben her? Ich wollte gerade sagen, die kommen von dem Bruder da oben, oder? Von dem roten Genossen. Das ist... Okay. Okay, ich bin ein bisschen... Alter, der Kampf ist anstrengender als erwartet. Also was heißt... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ihn genauso anstrengend erwartet. Warum ist der geschrumpft? Habt ihr das gesehen? Hä? Der Maskenmann ist einfach geschrumpft. Oh mein Gott. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, ne? Habe ich ausgerastet. Oh, ich habe 99 Bomben, ja, und nichts bringt mir was.
Keine davon ist irgendwie wichtig. Wow, wie lange wir einfach gebraucht haben, um hier die beiden Leute zu töten. Alter, unser Damage ist ausbaufähig. Ja. Ich denke, wenn man sieht, wie wie lange man hier braucht, ja, wie lange ich hier brauche, und der Damage ist nicht mega schlecht, ja, jetzt so auch am Ende, aber wenn man sieht, wie lange ich hier brauche und wie lange ich für die Bosse brauche teilweise, da kann man auch verstehen, warum es dann kein Bossrush wurde am Ende und warum auch Zahash zeitlich verfehlt wurde, weil es halt einfach tatsächlich, ja, damage-mäßig nicht der beste Lauf war. Ich frage mich, ob ich vielleicht noch ein bisschen mehr DPS rausholen könnte, wenn ich, ich weiß nicht, ob meine Treffergenauigkeit vielleicht zu niedrig ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Die Tränen, die ich schieße, die Prozentzahl, die davon trifft, vielleicht bin ich zu schlecht da drin. Vielleicht muss ich meine Genauigkeit irgendwie erhöhen. Ich weiß es nicht, ist nur eine Idee, aber was habt ihr so für ein Gefühl? Also, denkt ihr, ihr trefft besser oder schlechter, oder? Ich habe Damage bekommen? Warum? Ich habe noch meine Algesruhen, aber ich dürfte jetzt eigentlich auch noch relativ viele Herzen haben. Ich dürfte eigentlich noch... Ich kriege nur ein halbes Jahr Schaden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich habe nämlich Cancer. Dementsprechend, ich müsste noch... Oh mein Gott, okay. Ja, ich müsste noch 3 Herzen haben, oder? Ich glaube schon. Hä? Seit wann bist du denn hier? Seit wann kommt denn Larry? Hä? Hä? Seit wann kommt denn Larry vor den Engeln? Kam der schon immer? Nein, der ist neu. Oder das ist ein Bug gewesen. Normalerweise kommen sofort die beiden Engel. Oh mein Gott. Und danach kommt die nächste Phase, oder? Ich glaube schon. Ja. Wir müssen jetzt nur noch Megasatan ein paar Mal treffen, dann müsste er in die nächste Phase übergehen. Was bedeutet, dass das... Ja, ich weiß immer nicht genau, wann der Brimstone kommt, um ehrlich zu sein. Ah. Nee. Alter, was hast du denn für Angriffe, Kumpel? Okay, Brimstone, lass mich in Ruhe und geh down. Ah, ich komm schon. Oh mein Gott, wie lange ich für ihn brauche. Ich glaube, so lange war ich noch nie im Kampf gegen Megasatan persönlich. So lange hat noch nie eine Phase von Megasatan gehalten. So, und jetzt einfach gib ihm. Genau, jetzt setzen wir die Algesrune ein. Jetzt können wir halt einfach sagen, hier... Der hält aber einiges aus, ne? Krass! 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 Aber es war ein guter Kampf. Ich weiß nicht, wie viele Herzen ich noch habe, aber ist am Ende ja egal. Es hat gereicht. Das war ein echt langsamer Lauf. Aber er hat Spaß gemacht. Er war ausreichend. Er war auf jeden Fall ausreichend. Aber es war ein langsamer Lauf. Dementsprechend hoffe ich, dass er euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, tschüss!